Hallihallo meine Lieben und erstmal frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr 2016 gekommen. Ich hoffe, ich spreche jetzt gerade nicht zu laut, falls ihr noch einen Kater habt. Ich hoffe, ihr habt euch nicht die Hand weggesprengt oder sonstigen Blödsinn gemacht und kein Papier, hier Briefkasten gesprengt oder Gulli oder so ein Quatsch. Haben wir früher als Kind gemacht, aber pst. Soll man nicht tun. Don't do this at home. Naja, frohes Neues auf jeden Fall 2060. Ich wünsche euch das Allerbeste für dieses Jahr. Und das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Einfach mal auf die Facebook-Seite gucken, da habe ich gestern was gepostet. Das gilt auch für euch natürlich. Ein bisschen meinen Dank ausgedrückt und ja, mich gefreut, dass ihr zuschaut und dabei seid und die Community erst zu dem macht, was sie ist. Aber es gibt natürlich, wie immer, von Kunos Simulationi Nachrichten, die am 31. Dezember released werden. Es war 2011, glaube ich, die Ankündigung von Assetto Corsa. Dann, weiß ich gar nicht mehr, was da kam. Auf jeden Fall, doch, war das schon 2012? Die Ankündigung der lasergescannten Nordschleife. Dann, Ankündigung war Lamborghini, genau. Und die Ankündigung für dieses Jahr, die hat's ganz schön in sich. Aber dazu gleich mehr. Wir machen heute mal eine Cruising-Tour. Ich habe mir das richtige Spielzeug dafür ausgedacht, nämlich ein Königsegg 1-1 ausgedacht, vor allen Dingen. Die Cabrio-Edition diesmal, weil ich dachte, wo kannst du besser cruisen, wenn du schon mal hier in Kanada ist es, glaube ich, ne? Wir sind auf Lake Louise. Wenn du hier schon mal unterwegs bist, dann noch mit einem Cabrio. Ich habe jetzt hier die Kamera etwas gedreht. Das machen wir mal hier so, da kann ich mich leichter bewegen. Na komm schon, let me do this. So, da, zack. Da ist das gute Ding. In einer schönen Ausführung, wie ich finde. Da steht beim Skin dran, das ist von Christian Königsegg selber. Also es ist wohl sein Privat-1-1, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geiles Ding. Wir haben E85 Sprit drin. Das heißt, wir haben Power-Output von 1160 PS. Das dürfte aber, glaube ich, auch wohl reichen. Ne? Wir wollen ein bisschen cruisen, haben wir gesagt. Ich finde es schon richtig geil. Ja, und das Ganze hier auf der Lake Louise-Strecke, die von einem Modder gebaut wurde. Link natürlich alles in der Beschreibung. Es ist die 2.0-Variante, weil ich da mal ein bisschen Geld hingespendet habe, weil ich die Arbeit so großartig fand. Und deswegen habe ich jetzt schon Zugang zur 2.0-Variante. Und ihr könnt aber die kostenlos die 1.6-Variante fahren. Die ist bloß nicht so groß und da ist nicht das zu sehen, was ihr jetzt gleich hier zu sehen bekommt. Aber okay, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Das ist nämlich ein Riesentrack und das dauert wohl etwas. So, wir fahren mal los, würde ich sagen. Ich habe mich einfach nur hier cool hingestellt. Wir müssen mal direkt wenden. Ja, übers Gras, kein Problem. Hauptsache, wir verranzen uns nicht die schönen Felgen. Naja, und dann cruisen wir hier mal so ein bisschen durch die Gegend. Ich habe mir schon eine leichte Route zurechtgelegt, aber das seht ihr gleich. Es wird hier eher ein ruhiges Video, nur mit den Ankündigungen. Ne? Ich wollte einmal ein bisschen drüber quatschen, weil es doch sehr, sehr große, gigantische, fettgeile Ankündigungen sind, wie ich finde. Ich muss mal eben meine Kopfhörer ein bisschen leiser machen. So, sonst kann ich gar nichts erzählen. Wir sitzen im Cabrio und da ist der Motor viel lauter. Ihr wisst ja, wie es ist. Wir fahren erstmal hier gerade aus, würde ich sagen. Und komm, einmal müssen wir kurz reinhören jetzt in den Königsegg, bevor wir mit den News anfangen. Traktionskontrolle natürlich wie immer aus. So, ruhig bleiben, nicht übertreiben. Wir drehen nachher noch, wenn die Ankündigung vorbei ist. Dann kann ich ja konzentriert ein Rundchen drehen. Meine Herren, das war ja schon mal wild. Also, wir fangen an. Neue Strecke. Also zuerst mal habe ich einen Link in die Beschreibung gepackt, wo ihr einen wunderschönen Blog-Eintrag von Marco Massaruto, dem Co-Gründer und dem Lizenzmanager von Kunos Simulationi, lesen könnt. Da ist wirklich ein schöner Beitrag geschrieben worden, der nochmal zusammenfasst, was man in den letzten Jahren so erreicht hat, wie alles angefangen hat mit dem kleinen Entwicklerteam. Die waren ja nur 6 Mann am Anfang, wo sie 2011 das Projekt ins Leben gerufen haben. Sind mittlerweile 30 Mann. Assetto Corsa sollte eigentlich mit 15 bis 20 Fahrzeugen auf den Markt kommen und dann schon fertig sein, ja? Also das wäre dann schon alles eine Entwicklung gewesen. Damit hatte man gerechnet, wenn man das Ziel erreicht hat, wäre das Ziel für die erreicht, das wäre gut für das Team gewesen. Nein, was ist stattdessen passiert? Hunderttausende Käufer, hunderttausende Spieler und dementsprechend auch hunderttausende Euros, die die Italiener weise nutzen und in kluge Lizenzen stecken. Aber dazu, wie gesagt, kommen wir jetzt. Link in der Beschreibung, ne? Einfach mal durchlesen, sehr interessant. Naja, wir fangen an. Streckenlizenz neu angekündigt, der Red Bull Ring, und zwar lasergescannt, auch A1 Ring bekannt. Ich weiß nicht, ob der Österreich Ring dabei sein wird oder ob das nur das aktuelle Layout quasi sein wird, das weiß man nicht, aber das ist schon mal eine sehr, sehr schöne Ankündigung. Ich wollte mich echt konzentrieren und ein bisschen erzählen und mich nicht so aufs Fahren konzentrieren, aber das musste jetzt noch mal einmal kurz sein. Ja, eine schöne Ankündigung, passend auch hier zum Königsegg, weil das ist nun mal Vollgas, eine Vollgasstrecke schlechthin.
Und wird mir sehr gut gefallen, glaube ich. Kenne ich bisher nur aus Race Room Racing Experience. Oha, scheiße, hier sind wir beim Highway Loop. Ja, da müssen wir jetzt doch nochmal eben Gas geben und gucken, was der Königsex so drauf hat. Und wie schnell wir hier fahren können. 300. Siebter Gang, 340. 350. Jetzt die Brücke, das sieht bestimmt so geil aus. Und jetzt muss ich mal bremsen, weil die geht so ein bisschen links. Dann kommt gleich nochmal so eine Rechtskurve, die ist auch mies. Ja, ja, ich glaube, das reicht auch, ne? Haben wir heute schon mal über 300 gefahren. Meine Frisur sitzt, würde ich sagen. Huch, ich komme auch fast von der Strecke ab. Naja, weitere Strecke angekündigt. Silverstone in der Historic-Variante. Ist mir... Ja, ich meine, gut, geil, dass ihr kommt. Mehr Strecken sind immer gut und so weiter, aber würde ich jetzt nicht unbedingt brauchen. Ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan von der echten, also von der heutigen Silverstone-Strecke, die ja auch lasergescannt schon im Spiel ist. Deswegen, ja, schön für jeden. Ich freue mich für jeden Fan, der die Strecke haben will, der kriegt sie dann. Besser als nix. Und neue Strecken sind natürlich immer herzlich willkommen. Aber was noch dazu kommen wird, ist die Monster in der, also eine Monster-Variante, und zwar die Variante Junior. Also diese ziemlich kleine, die nach der halben Stadt Zielgeraden. Hör mal, Echo. Bisschen lauter Hall im Tunnel, aber das ist, glaube ich, schon gefixt in der neuesten Version. Naja, Monster nach circa der halben Stadt Zielgeraden gibt es auch dann den schönen Rechtsknick und dann wird abgekürzt und dann ist man direkt wieder auf der Gegengeraden sozusagen. Also eine sehr schöne kurze Variante, wo bestimmt auch der Abarth 500 Assetto Corse aus dem Greenpack DLC 3 eine gute Figur machen wird. Ja, was kommt aber denn noch von Monster? Es kommt noch eine Monster-Variante. Und zwar das 10-Kilometer-Layout. Und das ist die Variante mit Oval, mit dieser Steilkurve. Das heißt, wenn man bei der normalen oder bei der 66er Monster die Stadt Zielgerade durchfährt, sieht man auf der rechten Seite einen Teilabschnitt mit einem Oval. Und das ist halt ein komplettes, das ist nicht nur eine Teilsteilkurve, sondern ein komplettes Oval. Und das wird dabei sein. Ich weiß nicht genau, wie es ablaufen wird. Ich glaube, man fährt, also man startet vor dem Oval, fährt dann das Oval einmal und hängt dann nochmal die normale Monster-Strecke dran. Oder die Monster 66-Variante. Die Strecke ist 10 Kilometer lang. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen was zu fahren. Und naja, eine geile Steilkurve in Assetto Corsa, was will man mehr? Ja, kommt das auch. Finde ich sehr, sehr gut. Oh Mann, reden und gleichzeitig ablesen und Informationen weitergeben und gleichzeitig fahren noch. Das ist auch nicht so einfach. Müsste ich mittlerweile wissen. Naja, was gibt's noch für Streckeninformationen? Genau, alte Strecken, die bereits im Spiel sind. Ich unterstelle jetzt einfach mal Nürburgring GP. Dann unterstelle ich jetzt noch einfach mal Vallelunga und Mugello, glaube ich auch. Das sind Strecken, die jetzt optisch nicht mehr ganz so gut aussehen wie neulich erschienene Strecken wie Nordschleife, wie Barcelona, wie Brands Hatch. Die sehen ja wirklich alle sehr, sehr geil aus. Und da sind die alten Strecken noch ein bisschen im Hintertreffen, im Nachteil. Aber das soll auch gefixt werden. Da soll sich auch nochmal dran gesetzt werden. Da wird nochmal dran gearbeitet und gewerkelt. Ja, und die sollen halt graphically improved werden. Die sind alle, soweit ich weiß, laser gescannt, aber kommen halt noch aus einem Ferrari Virtua Racing Simulator, glaube ich. Ein Spiel, was Kunos früher mal entwickelt hat. Easy driften, gar kein Problem. Naja, und das sind, glaube ich, erstmal so die Streckeninformationen. Da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf, weil gerade im Vergleich zu den neueren Titeln oder beziehungsweise Project Cars oder selbst zu Gran Turismo und so weiter, sieht der Nürburgring GP zum Beispiel echt ein bisschen mau aus in Assetto Corsa. Jetzt, wo auch die iRacing-Variante erschienen ist, sieht man da doch erst recht die Unterschiede. Und da kann man deutlich mehr draus machen. Und das würde mich freuen, wenn das passiert. Und das wird offensichtlich auch passieren. Man muss zu den ganzen Dingen, die jetzt kommen, dazu sagen, dass Kunos natürlich auch den Konsolen-Release vor Augen hat im Jahr 2016. Also in diesem Jahr. Und, naja, da müssen sie natürlich alles drauf vorbereiten. Und da ist natürlich der Content gefragt. Kunos Simulation ist sich im Klaren, dass, das große Alleinstellungsmerkmal von Assetto Corsa das Fahrgefühl ist in den Fahrzeugen. Das wollen sie auf keinen Fall abändern und missen. Es wird sich also genauso fahren wie auf dem PC und so weiter. Aber trotzdem können die natürlich nicht so eine
komplette Karriere bieten wie Gran Turismo oder Forza. So ein Singleplayer-Erlebnis wie diese beiden Titel wird da, glaube ich, auch schwer. Und deswegen macht es durchaus Sinn, mit Content auf jeden Fall zu glänzen und wichtige Strecken ins Portfolio aufzunehmen und wichtige Fahrzeuge auch. Aber dazu kommen wir jetzt! Denn mein Handy ist gerade ausgegangen. Wir fangen an mit der riesig geilen Maserati-Lizenz. Was heißt riesig? Ich weiß gar nicht, wie groß sie ist, das weiß nämlich noch keiner. Aber die Maserati-Lizenz ist mit an Bord und ist eigentlich die große Lizenzankündigung für den 31.12. Gerät aber aufgrund der anderen Ankündigung so ein bisschen ins Hintertreffen. Egal, was haben die für schöne Fahrzeuge? Oh, warte, Moment mal, bin ich schon durch hier? Sind wir jetzt schon? Nee, wir müssen hier links und dann sind wir, glaube ich, erst durch. Naja, Maserati hat auf jeden Fall sehr viele historische Raritäten. Der 250F, ein Formel-1-Wagen aus dem Jahr 1950, ist schon bestätigt, fällt mir gerade mal so ein. Da gab es einen kleinen Hinweis von Marco. Aber die haben zum Beispiel auch so schöne Sachen wie den MC12C, der, glaube ich, gar nicht so richtig heißt, aber der mit dem Motor vom Ferrari Enzo zum Beispiel ausgestattet ist und ich glaube auch sich mit denen das Chassis teilt. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ah, ne! Oh, was soll das denn? Da geht die ganze Zeit alles gut in so einer langsamen Kurve. Während ich aufstoßen muss, gibt das hier so Probleme. Das ist natürlich scheiße. Ja, Maserati-Lizenz. Ich wollte eigentlich ein bisschen ruhiger das Video angehen lassen, aber ich muss hier wegen dem Cockpit eh so schreien. Außerdem, Audi, ja, haben wir natürlich schon im Spiel, wissen wir, aber wir wissen noch nicht, was für Fahrzeuge alles ins Spiel kommen werden noch unter dieser Marke. Und das sind folgende Audi R8 Ultra 2016. Das heißt, der Nachfolger vom 2014er LMS Ultra, den wir ja erst kürzlich ins Spiel bekommen haben. Was auf jeden Fall wieder mal ein Beweis ist, dass Kunos sehr auf die Community hört, was Fahrzeugschutz angeht. Und da kommt nachher noch ein schöner Beweis. Aber Audi R18 e-tron ist dabei. Der erste LMP1-Renner wird mit dabei sein. Das sind alles Fahrzeuge, die noch kommen werden im nächsten Jahr, im kommenden Jahr. Deswegen keine Ahnung, wann die kommen, aber die stehen auf jeden Fall auf der Liste. Und das sollte uns doch erfreuen. Dann Audi TT VLN 2014 und Audi TT Cup 2015. Wow! Nein! Don't text and drive oder guck auf dein Smartphone und fahr. Das ist nicht gut. Den TT Cup 2015 haben wir ja schon als Mod bekommen. In sehr schöner Ausführung mit hoher Qualität. Und den VLN 2014 TT weiß ich gerade gar nicht. Habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Ich hoffe aber, dass der vielleicht zum 235i BMW passen wird, den wir ja schon im Spiel haben. Dann gibt's Audi A1 S1. Das ist, ja, Audi A1 dürfte ja wohl jedem ein Begriff sein. Und dann ist es davon die limitierte Variante, die auf, ich weiß nicht, 333 Stück limitiert ist. Allradantrieb, 250 PS. Und gar nicht so unsportlich wie der typische Audi, wie man sich das vielleicht vorstellt. Kann uns also bestimmt begeistern. Dann, was uns auf jeden Fall begeistert, was aber eigentlich schon klar war, Audi Sport Quattro S1 E2, also Evo 2, ist offiziell bestätigt und wird für Assetto Corsa kommen. Den haben wir schon in einem Stream von Stefano, vom Coda, sehen können. Und man weiß auch, dass der Audi Quattro Sport, den wir als Free-Content bekommen haben, die Straßenversion, die ist vom selben Modder. Und der hat halt die beiden Rallye-Versionen noch in der Hinterhand. Deswegen war es eigentlich schon klar, dass sie kommen. Aber jetzt sind sie offiziell bestätigt. Vielleicht sogar kommt da so eine leichte, lose Oberflächensimulation rein. Das würde mich richtig freuen und mir die Hände zusammenreiben lassen. Aber gut, da gehen wir erstmal nicht von aus. Was haben wir noch? Haben wir noch einen Audi? Genau, Road-Audis, also Straßen-Audi-TTs. 2015er Modelle. Da stand extra mehrere Modelle. Ich weiß nicht genau, was dann da kommen wird, aber es gibt ja genügend Möglichkeiten, sowohl Standardmodelle als auch TT, RS und hast du nicht gesehen. Ja, das war's, glaube ich, mit den Audis erstmal. Ja, das war's mit den Audis, genau. Kommen wir zur nächsten Marke. Ebenfalls schon im Spiel, denn der GT86 ist natürlich von der Marke Toyota und ist als erster Toyota im Spiel. Aber können wir direkt mal die LMP1-Klasse ergänzen. TS040 als Hybrid, also TS040 Hybrid von Toyota, kommt ins Spiel. Und damit hat der E18 von Audi direkt Konkurrenz bekommen. Mein Gott, R18 e-tron von Audi. Sag es doch einfach, wie es ist. Der kriegt damit Konkurrenz. Jetzt weiß ich nicht, sind die gleiches Baujahr oder liegt da vielleicht ein Jahr zwischen oder so? Muss man sehen.
Wird auf jeden Fall bestimmt gut. Dann kommt Toyota Celica. Richtig geil, auch wenn ich nicht weiß, was da für eine Variante kommt. Vielleicht der GT4, wäre cool. Dann Toyota Supra, wussten wir auch schon, dass der kommt. Toyota AE86, wussten wir ebenfalls, dass der kommt. Und ja, für einen Supra würde ich mir, glaube ich, so eine Tuning-Variante, so eine 1200 PS Gallardo-Verschnitt-Variante wünschen. Die gibt es ja auch zuhauf mit massigen Turbos und Biegedöns und hast du nicht gesehen. Naja, und vom AE86 natürlich eine Drift-Version, ne? Genauso wie vom Supra eigentlich auch. Könnten sie ruhig mal mehr machen, ein bisschen mehr Drift-Versionen. Aber dazu kommen wir dann auch nochmal später vielleicht. Was haben wir denn sonst noch? Toyota war es, das glaube ich schon, aber noch was Japanisches, denn... Haltet euch fest, warte mal, soll ich mal eben anhalten? Warte mal. Ich halte mal eben an. Nissan haben wir ja schon im Spiel, ne? Und was sind so tolle Fahrzeuge von Nissan? Vielleicht 350Z? Ja? Vielleicht auch der 370Z Nismo? Vielleicht nehmen wir den. 370Z Nismo steht, glaube ich, als 350Z bei denen ausgeschrieben, ist aber... Also da vertun sie sich, weil da steht noch 2015 hinter, das wird das aktuelle Nismo-Modell sein. Und das ist der 370Z. Aber Nissan GT-R 34 fucking Skyline wird dabei sein. Wie geil ist das denn bitte? Wir haben schon den Nachfolger auch in der Nismo-Variante. Ich glaube, ich kann wieder losfahren, ne? Habt euch wieder... könnt euch auch wieder loslassen und so. Das war schon der Hammer. Aber ich finde es einfach mega geil, dass das Auto ins Spiel kommt. Da ist auch gerade ein Mod in the making. Mal sehen, ob sie das Modell nehmen werden, den irgendwie anschreiben werden oder so, sonst wird der aber auch weitermachen. Dann haben wir zwei R34 im Spiel, dann können wir ein nächstes Gran Turismo aufmachen. Ja, toll. Das war es doch, glaube ich, schon aus Japan. Als nächstes verschlägt es uns nach England, denn der McLaren Fuhrpark wird aufgestockt und zwar mit einem 570S. Das ist der Nachfolger, ne warte, hier sind wir gerade losgefahren. Fahren wir jetzt mal geradeaus. Das ist der Nachfolger vom McLaren MP4-12C. Und die Einstiegsvariante von diesem Fahrzeug, den wird es nämlich auch noch als 650S, glaube ich, geben. Aber ich glaube, das ist okay, wenn man so in Richtung Supercars Shield hier, was da so für Konkurrenz warten wird, ist es gut, wenn der nicht komplett überpowered ist, glaube ich. Andererseits kommt noch der Aventador und so, da kann man dann doch schon 650 PS gut gebrauchen. Ja, wie man es macht. Man macht es wahrscheinlich verkehrt. Es ist der 570S, der ins Spiel kommt. Und das ist schon mal gut, weil der soll sich wirklich sehr, sehr geil fahren lassen. Außerdem, und das wird auch noch mal einige von euch erfreuen, McLaren P1 GTR. Wer denkt, der McLaren P1 braucht keine scharf gemachte Variante, Pustekuchen, der hat mal so richtig verschissen und falsch gedacht. Denn die gibt's. P1 GTR, nur für die Strecke, also nicht Straßen zugelassen, über 1000 PS, glaube ich, Aerodynamikpaket vom Feinsten. Ja, und halt mit Slicks ausgestattet und so weiter. Quasi das, was wir die ganze Zeit auf Optimum haben, wenn man in P1 die besten Reifen. Ja, und das war's dann auch schon wieder von McLaren. Hier wird's aber ganz schön eng. Hier muss ich mal ein bisschen aufpassen, wie es hier weitergeht. Aha, da wird's wieder breiter, alles klar. Und das war's auch, glaube ich, schon mit den... Ah, nein! Praga R1R. Der wird auch noch kommen. Ich habe mich noch nicht informiert, was Praga für eine Marke ist. Es ist aber ein 570 PS Sportwagen für die Straße mit unfassbar Aerodynamik. Also sieht aus wie ein Rennwagen, so ein bisschen Radical-Style. Und der wird sich bestimmt auch Taco fahren lassen. 570 PS habe ich gesagt, das ist falsch, Entschuldigung. Ich glaube, der hat so 570, 600 Kilogramm und 300 bis 390 PS. So, so ist richtig. Geht von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Und ist bestimmt... Nein, Spaß! So, was haben wir denn jetzt noch? Ferrari steht noch auf der Liste und Alfa Romeo ebenfalls. Allerdings können da noch keine Details genannt werden. Ich sag aber nur mal, der verdammte Alfa Romeo Giulia, weißt du doch, glaube ich, ne? Der neue angekündigte Saloon von Alfa Romeo. 500 V8 PS, superschnelle Nordschleifrundzeit und so weiter. Also wenn der nicht kommt, dann fresse ich Besen, Leute. Da könnt ihr auch mir gerne schon mal einschicken, den ich dann schon mal zubereiten kann. Ja, und neue Ferraris. Ich vermute, es wird sich um den Ferrari FXXK handeln. Weil LaFerrari FXXK auf jeden Fall auch die scharf gemachte Version vom LaFerrari, weil die natürlich perfekt zum P1 GTR passen würde. Wir haben schon das Straßenpaket dieser beiden Fahrzeuge, da wäre das Rennstreckenpaket optimal, wie ich finde. Und ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, aber da wird sich noch, muss man sich wahrscheinlich erst noch einig werden. Oh nein, oh nein! Zweiter Königseck im Arsch, wieso bin ich denn immer drift? Ja, und das war's, glaube ich, schon. Ja, okay, man könnte noch argumentieren oder vielleicht spekulieren, dass der Ferrari 488 GTB ins Spiel kommt. Ich würde mich persönlich natürlich über einen Enzo freuen, über einen 599, über einen F12. Oh, alles so tolle V12-Schleudern.
Und Enzo ist natürlich auch Traum meiner schlaflosen Kindernächte. Ja, und ich glaube, da sind wir schon durch mit dem ganzen Spaß. Es gibt noch viel mehr, was man erzählen könnte. Genau, zum Beispiel ist gerade die Konsolenversion in der Finalisierung, in der Final Stage angekommen. Wir sind schon wieder hier am Ziel, da müssen wir jetzt nochmal eine andere Route nehmen. Und außerdem wird die PC-Version gerade für die Version 1.5 scharf gemacht und beide Versionen sollen dann auf gleichem Stand sein und Singleplayer-Pitstops offerieren, anbieten, möglich machen, ja? Das kann also auch schon ziemlich geil werden und wird auf jeden Fall die Singleplayer-Experience ein bisschen verbessern. Was mich sehr, sehr freut. Was haben wir denn noch? Und genau, Gratis-Content ist auch noch zu erwarten. Es gab ein Interview vom besagten Marco Massaruto, der gesagt hat, vor Ende des Jahres, also noch in diesem Jahr, also noch im Jahr 2015, so, bekommen wir die Junior-Monster-Variante oder die 10-Kilometer-Variante, ich weiß nicht genau, und noch Gratis-Content dazu. Hat nicht geklappt, ist ein bisschen blöd, weil hat er gesagt, kommt und kommt dann nicht, ist ein bisschen blöd, aber ich glaube, diese Ankündigung macht so ziemlich einiges wieder wett. Außerdem muss man bedenken, dass Stefano, der Coder, und Programmierer, gerade umgezogen ist und da bestimmt auch ein bisschen mehr. Ja, dass ein Umzug mal problematisch sein kann, muss ich ja keinem erzählen. Bis da man da mal Internet hat, kann es ja 8 Jahre dauern. Naja, das waren die großen Neuigkeiten. Nee, gar nicht. Gratis Content in Form von Monster und in Form von 2 Fahrzeugen, die bald kommen werden. Und zwar Corvette C7 Stingray. Ja, endlich! Und das ist auch so ein bisschen die Driftkarre, die ich vorher noch angesprochen habe. Weil das wird. Ach, das wird toll. V8-Motor. Nicht allzu viel Gewicht. Die sind ja auch nicht jetzt so fett mehr. Heißt ja nicht Corvette. Und, naja, auf jeden Fall mal eine schöne America-Repräsentierung im Spiel. Ja, und als ob eine nicht genug wäre, gibt es direkt eine zweite. Ford Mustang von 2015 wird auch dabei sein beim Gratis-Content-Paket. Die werden gerade fertig gemacht, die Karren. Und das, also ich weiß nicht, die sollten, wie gesagt, vor Ende des Jahres wahrscheinlich schon kommen. Ah! Deswegen denke ich mal, diese Woche, nächste Woche, diesen Monat bestimmt. Ja, das wird nicht mehr lange dauern, glaube ich. Ja, weiß man aber auch nicht, in welcher Variante der Mustang kommen wird. Ich hoffe nicht die EcoBoost-Variante, sondern schon mit kräftig V8 und so weiter. Ja, das war es jetzt aber, glaube ich, wirklich. Ja, ich glaube, mehr kommt da nicht. Gut, heftige News, oder? Langes Video. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon hier rumdüsen. Haben wir bald die ganzen 50 Kilometer geschafft hier. Und es wird Zeit, hier nochmal ein bisschen am Rad zu drehen. Am Hinterrad. Einfach nochmal ein bisschen rumzudriften. Ich kann leider keine Replay einblenden, weil es gibt keine Replay für diese Strecke. Verständlicherweise bei 50 Kilometern Streckenlänge. Ich weiß nicht, ob die noch kommen wird jeweils. Aber zum Glück kenne ich einen Teil hier. Das ist nämlich der Teil, den ihr auch fahren könnt. Mit der 1.6-Version, wofür ihr nicht einen kleinen Euro rüberschieben müsst. Boah. Jetzt nochmal ein bisschen eng. Nee, doch nicht. Ist aber auch schon lange her, dass ich die gefahren bin. Übrigens, es gab schon einen Screenshot zur C7 und auch zum Mustang. Die beiden stehen auf einer unbekannten Strecke, auf unbekanntem Terrain. Man munkelt oder vermutet, dass es sich eventuell möglicherweise um Pikes Peak handeln könnte, weil es im Hintergrund auch so ein bisschen bergig aussieht und so weiter. Allerdings ist das wirklich nur noch eine Munkelung und eine Vermutung. Es ist auf jeden Fall kein Showroom, weil der Fahrer im Auto sitzt auf dem Screenshot. Das ist im Showroom nicht. Gut, natürlich hat Kunos bestimmt andere Möglichkeiten, den Showroom zu manipulieren oder vielleicht andere Showrooms. Keine Ahnung, man weiß nicht. Es ist auf jeden Fall noch ein kleines Rätselraten, was da denn wohl zu sehen ist. Ich denke nicht, dass das Teil des Gratis-Contents sein wird. Ja, und es gibt noch gute Nachrichten vom Königseck. Der Modder hat eine Möglichkeit gefunden, die Skins, glaube ich, zu verkleinern und etwas die Pfeilgröße zu reduzieren. Ah! Oh.
Ja, hier muss ich eh hin, hier ist meine Skihütte. Da wird es auf jeden Fall bald eine Version 1.1 geben, die auch physikalisch noch ein, zwei Updates vielleicht erhalten wird. Es ist auf jeden Fall jetzt schon ein schönes Teil und guck mal, was wir hier für eine Idylle geschaffen haben. Ist das nicht herrlich? Danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Link zur Strecke als auch zum Fahrzeug in der Beschreibung und auch, wie gesagt, der tolle Artikel von Kunus unbedingt mal durchlesen. Ja, das war's auch schon. Viel Gequassel. Ich hoffe, es nervt euch nicht, aber das ist ja jetzt auch eh zu spät. So, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.